wouldn't want to make your job more difficult than it has to be. I believe I have made myself very clear to you. I shall not waste any more of your time. Muchas gracias. What the hell was all that about? I mean, what'd she think she was going to accomplish? Hey, about that arrest warrant for Baja. Nevada Highway Patrol was able to track him down. The bad news is, he's dead. I need you to meet me at the barbershop. See you there. Two police officers came by to serve that arrest warrant again. They found him like this. Called it in. Is that a video camera? It's aimed right at him. Ich will's hier nicht gesagt haben, aber hab ich es nicht gesagt? My name is Pedro Baja. I'm an embezzler and a murderer. I set fire to the Superla Spa in order to cover up the fact that, for some time now, I have been fraudulently reporting its earnings. I poured acetone all over, cut the gas line, and left a muffin to burn in the toaster oven. I wasn't going to do the drywall, but that tool was there, and I was nervous. I swear to God, the place was empty when I rigged it to go up. I didn't know. How could I know that Portia would come by in the middle of the night? I even went to her apartment to talk her into giving me the record she told me about. When she wasn't there, I broke in. It was made crystal clear to me that I needed to get the records. But I never found them. I know it's small comfort, but I apologize to her family and to anyone close to her. I'm so sorry for taking her away. Sometimes a man is called upon to be more than he has been in the past. Sometimes he fails. Please, tell my sisters this. I made a deal with the devil to keep you safe, to give you a better life. I beg you to remember me if you are ever tempted to make a deal of your own. So it's come to this. Goodbye. So all the forensic evidence supports what Pete Baja confessed to on the video? Yes, it does. But Pete Baja's confession wasn't for us, was it? Neither was his suicide. I think he was trying to make amends. To his queen. Well, this case may not have resolved itself the way Agent Huntby had hoped. Now he'll have to find another way to trap Salazar. But regardless, you guys did some very good work on this one. Speaking of good work, I'm glad you didn't have to arrest Brian Reed. I was reviewing his service record, and despite the disciplinary actions, he was a very brave firefighter. Won a Medal of Valor for saving a gymnasium full of high school kids. It's a shame what happened to him. He certainly deserves a second chance. You know what? I think the deputy fire chief just might owe me a favor. Können 100%, Fähigkeit 82% und Gründlichkeit 97%. Ich bin nur ein bisschen überrascht. Wir hatten noch nicht alle Beweise untersucht und der Fall ist zu Ende. Und wie gut wir den Fall diesmal gelöst haben in einem Rutsch. Ich habe vorher noch keinen Fall in einem Rutsch so am Stück geschafft. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ausgang, weil ich das Gefühl habe, da wäre noch mehr drin gewesen. Und dieser Satz, manchmal ist ein Mann zu höherem bestimmt. Manchmal scheitert er daran. Das sind dieselben Worte der Königin. Oh, wie hoffe ich doch, dass in den... Oh! Ein Video für uns. Dass in den nächsten Fällen diese Story um die Bienenkönigin aufgegriffen wird. Und dass wir vielleicht eine Chance kriegen, sie zu kriegen. Und ich muss sagen, Catherine sieht nun wirklich nicht so gut aus. Das haben sie immer noch nicht so gut hingekriegt. Oh, da sieht man sogar ein paar kleine Spoiler zu kommenden Fällen, habe ich das Gefühl. So Greg und Nick. Und auch das, auch der Ton, der ist doch nicht derselbe wie aus dem Original. Also, naja, weiß ich nicht. Jetzt sind wir schon soweit. Wir haben die Beweispflanzung vor uns.
Wir schauen uns das Intro der Episode an, um richtig uns anzutriggern. Ich weiß ja noch nicht, wie der Schnitt ausgeht. Vielleicht endet der genau am Ende. Das wäre so geil, weil dann wäre das total der tolle Cliffhanger für die nächste Episode. Also, schauen wir uns die Beweise an, die für uns gepflanzt wurden. Oh, stopp mich bitte einer. So this is going to be the brand new La Ventura Hotel and Casino, huh? Scheduled to open its doors spring of 2009. They sure don't make them like they used to. They sure don't seem to be able to make this one at all. First it was the city council, then the environmentalists. Now it's the Bureau of Sanitation shutting them down over faulty sewage lines. Nothing's getting done around here until somebody cleans some pipes. Jeez, what hasn't happened to delay this thing? A dead body. Ja, sagte ich doch. Spoiler. Like the place is cursed. Construction worker over there called it in. I haven't taken a statement yet. Good to see you. Thought I might be flying solo on this one. Okay, time to go to work. Okay. An dieser Stelle sage ich daher einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und ich freue mich schon. Oh, Täubchen, Turteltäubchen. Ich freue mich schon, wie es weitergeht. Ich bin richtig angefixt. Dieses Spiel macht mir noch viel, viel, viel mehr Fun als der letzte Teil. Und das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich ja so, oh, wegen Raymond Langston und ich dachte so, oh, so viel kann hier nicht sein. Aber man sieht, Telltale Games, die für ihre tollen Stories bekannt sind, holen hier das Beste raus. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem, was ihr gerade so zockt. Und seid dabei, wenn wir weitermachen. Cheerio, the king has left the building. Hi-di-ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von CSI, Fatal Conspiracy oder Tödliche Verschwörung, wie es im Deutschen heißt. Wir sind... Schön, da hatte ich mal wieder einen Frosch im Hals. Quack, quack. Wir sind momentan auf einer Baustelle unterwegs, wo... ein Unfall passiert ist, ein Mord, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Leiche. Und wir reden mal mit diesem Herrn hier. We're from the crime lab. May we have your name? Marcus Conchai. I'm the plumbing foreman. Well, I guess I should say I used to be the plumbing foreman on this job. Okay, wieso war? Naja, Sie haben die Leiche gefunden? Yeah, that's right. I arrived this morning to pick up my last check. And I looked over there and I couldn't believe it. I immediately called 911. So, warum haben Sie Ihren letzten Check geholt? Bureau of Sanitation shut us down because of some faulty sewage pipes and the construction company's basically holding me responsible. So, yesterday they finally decided to let me go. And like I said, I just came by this morning to pick up the rest of my equipment and my severance check. Erkennen Sie das Opfer? No. I mean, I didn't get close enough to the body to look at his face. I couldn't bring myself to walk all the way over there. It was just too horrible. Okay, hier sind wir fertig. Thanks for your help, Mr. Kunchai. We'll be in touch. I kind of hope not, but, you know, good luck with everything. Gut, wenn uns erstmal nicht weiterhelfen kann, dann wollen wir uns doch mal das Szenario genauer anschauen. Huch, ein Helm. Moins. Hardhat could belong to our Vic. But how to get all the way over here? Gute Frage, Greg. Gute Frage. Was haben wir hier? Scheinbar nichts Interessantes. Aber irgendwie glaube ich das nicht so. Dass da absolut nichts Interessantes ist. Naja, gehen wir mal zum Tatort. Ouch. We'll take a closer look at him when we get to the morgue. Where did he come from? Tja. Das war ein tiefer Fall für unser Opfer.
Wir haben noch keine Infos, wer er ist. Wir haben noch keine Infos, wie er da hingekommen ist. Aber was haben wir denn hier? Sind das Pflanzen? Ja, okay, das ist von diesem Kaktus-Überreste. Sieht schon böse aus. So. Eine seltsame Pflanze hier drüben, die sieht echt kurios aus. So. Finden wir hier was Interessantes? Scheinbar nicht. Ich muss ja sagen, mir gefällt dieses Spiel schon wieder so ein Ticken besser als Tödliche Absichten. Es macht richtig Laune und ich habe richtig Spaß dabei. Nicht, dass ich jetzt bei Tödliche Absichten keinen Spaß hatte. Aber wenn man jetzt mal so den direkten Vergleich heranzieht, dann ist... Ich habe es ja schon beim letzten Mal halt wirklich ausgiebig und immer wieder platt getreten. Aber es sind halt so diese kleinen Details, die ein bisschen anders sind hier, aber die so viel Wirkung quasi haben und so viel ausmachen. Und ich... Guck mal, haben wir hier irgendwas Interessantes? An dem Helm? Nee, okay. Können wir schon zum Leichenschauhaus gehen? I think we should spend some more time investigating the crime scene. We should try to figure out how the body ended up on top of that cactus. Okay. Das bedeutet... Most of those windows are boarded shut, except for the one right above our Vic. Ah, okay. Das war's gewesen. Können wir da irgendwie auch hoch? Oh. Er hat keinen Infos für uns. Ich dachte, er kann uns vielleicht irgendwas darüber sagen, warum das eine Fenster da offen ist und da flattert auch irgendwas im Wind. Die Frage ist nur, was... Und wie kommen wir da dran? Gibt's hier noch was? Ich meine, dass diese Stelle hier zu sehen ist, ist doch kein Zufall. Ach, mein Ohr, Sekunde. Sorry, ich muss gerade am Headset ein bisschen rumfummeln. Ich denke mal, wenn es Geräusche gemacht hat, werde ich die rausgeschnitten haben. Aber mir hat gerade das Ohr total gejuckt. Furchtbar. Ah, gut. Ich mag ja Greg, aber ich bin erstaunt. Diesmal bringen die Charaktere, das war ja damals bei Tödlicher Absichten auch ein bisschen anders. Da haben die ja zu jedem Todesfall irgendwie so einen coolen Spruch abgegeben, ne? Das haben die diesmal bis jetzt noch gar nicht gemacht. Da sind die richtig brav, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. So. Haben Sie eine Ahnung, wie er starb? Victim looks as though he fell right on top of that cactus tree, with enough momentum to take off a couple of branches. It suggests a fall from that balcony right above us. Ein Sturz oder ein Schubser? That's what we're here to find out. And given the thorny situation here, it'd be better to process the body at autopsy. I'll call Robbins for a pickup. Super. Das war's, was ich hören wollte. Ah, jetzt können wir da oben. I think we should spend some more time investigating the crime scene. We should try to figure out how the body ended up on top of that cactus. Ach, wie, ich kann den Tatort noch nicht. Okay, ich kann den Tatort noch nicht wechseln. Das heißt, irgendwas muss hier noch geben. Aber bin ich irgendwie Mischugge oder blöde oder muss hier irgendwie noch was sein? Hä? Oh Gott. Manchmal bin ich auch... We don't need a cast of this. Wieso nicht? Partial shoe impression. Looks as though someone approached the body then tried to cover their tracks. Okay. Ja, ich dachte die ganze Zeit, das wären irgendwelche Schatten. Mensch.